herzlich willkommen zu diesem Grundkompetenzen-Grundlagen-Kurzvideo. Und jetzt geht es um die Frage, wie kann ich einen Standardbrowser festlegen? Du kennst es, du möchtest Webseiten öffnen und wenn du ins Internet gehst, möchtest du einen Lieblingsbrowser haben und nicht vielleicht den vom Microsoft vorgegebenen Browser Microsoft Edge. Wie machst du das? Wähle hier die Tastenkombination Windows-Taste und I, dann geht dieses Fenster hier auf und dann kannst du ganz einfach auf Apps gehen, das habe ich hier. Ja, hier habe ich jetzt alle Apps aufgezählt, bei mir installiert sind. Ich gehe jetzt auf Standard-Apps auf der linken Seite, gehe noch weiter runter und habe hier unter Webbrowser meinen Standardbrowser eingestellt. Und wenn ich einen anderen wollte, könnte ich zum Beispiel hier den Firefox oder Microsoft Edge dann zum Beispiel wählen. Und wenn ich jetzt hier den Firefox wählen würde, dann würden in Zukunft alle Seiten dann mit dem Firefox geöffnet werden. Ja, das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich gleich wieder im nächsten Video.